Ja, Leute. Und damit hallo und herzlich willkommen jetzt zu Let's Play Legendary Tales Dawn live mit dem Interfox. Mir ist eine Aufnahme abhanden gekommen. Deswegen seht ihr jetzt hier ein gelöstes Rätsel. Es tut mir leid, es hat jetzt Ewigkeiten gedauert. Bei diesem Rätsel musste ich mir tatsächlich einen Mission Guide zur Seite nehmen, wirklich, weil ich es alleine nicht hingekriegt habe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das an der Stelle. Und ja, deswegen machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben die Tinktur, das Blut der Baumnymphe und können jetzt endlich alles hier lösen. Ich hoffe, dass wir danach auch mit dem langsam aber sicher mal fertig sind. Jetzt holen wir uns dieses Armband. Okay, jo, er nimmt das Armband jetzt, ne? Ja, okay, ich glaube, damit ist das Bonuskapitel abgeschlossen. In meinen Extras. Ah. Können wir die Rätsel also nochmal machen? Was muss ich denn jetzt hier machen? Wir fahren, dass die Felder auf einen Weg zu stellen. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Naja. Ja, hier seht ihr nochmal alles, was wir so gemacht haben in der Zeit. Es war eine mega, also war eine coole Story Game. Das ist sowieso jetzt die Bewertung von meiner Seite aus. Sollen wir jetzt nochmal von. Ah, okay. Wir können also jetzt hier noch alles sammeln, was wir noch brauchen. Wir suchen noch einen Medaillon. Nutzen wir die Zeit und suchen mal so viel davon, wie wir können. Also 10 von 10 haben wir, 22 von 30. Was haben wir denn? Wer sind das denn überhaupt hier? Das müsste ich jetzt mal wissen. Wir schauen uns mal hier um, ob wir hier noch Gegenstände finden, die wir hier reintun sollten, müssen. Und ansonsten gehen wir zurück und machen da überall weiter. Okay, wir können jetzt also auch nicht hier irgendwo reingehen. Das heißt, irgendwo hier sind Gegenstände verborgen noch, die wir noch nicht haben. Kelche, Medaillons, Tiere, Pflanzen etc. Irgendwo sind hier bestimmt noch, ja, sind hier bestimmt noch Sachen, die wir brauchen. Hier hatten wir den Sammelgegenstand gefunden, meine ich. Hier auch. Hier eigentlich ebenfalls, wenn ich mich nicht vertue.
11 von 13 Kelchen haben wir. Da 13 Gegenstände haben wir, das heißt, wir suchen noch zwei Kelche genau. Uns fehlen zwei Stück. Ah, okay, ich kann also nicht in die Stadt gehen. Das heißt, die sind hier irgendwo verborgen. Das ist ja mega bitter. Dann müssen wir nämlich hier erstmal gucken. Also die Kelche, ich habe hier keinen gesehen, Leute. Das heißt, sie sind hier irgendwo. Naja, egal. Ich sehe aber keinen Kelch mehr. Aber wo soll ich, also ich frage mich ja, wo ich einen übersehen haben soll. Hier halt, hier könnte ich einen übersehen haben. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber seltsam ist es schon, ne? Was ist, wenn man jetzt am Anfang irgendwas übersehen hat? Dann kommt man ja gar nicht mehr da dran. Gehen wir mal zurück. So, dann kommt jetzt hier auch, wie gesagt, nochmal mein kurzer Abschluss von diesem Spiel. Legendary Tales hatte jetzt auf jeden Fall deutlich zu viele Parts. Und, also, was heißt deutlich zu viele? Wir sind über 25 Parts gekommen. Ich dachte, wir hätten nur 20 oder so. Naja, egal. Trotz alledessen hat mir dieses Spiel mega gefallen. Es hat mich viel zum Nachdenken angeregt, auch zum Verzweifeln. Und ja, ich hoffe, dass ihr Spaß daran hattet, mir zuzusehen, wie ich mich hier manchmal schlau und manchmal sehr dumm anstelle. Und ich hoffe, dass ihr in meinem nächsten Let's Play auch wieder einschaltet. Eternium wird natürlich noch weiterlaufen, aber hier Wimmelbild Games, aka, ja, so ein Wimmelbildspiel, da habe ich tatsächlich auch schon das nächste Spiel, und zwar Legendary Tales 2. Gibt es nämlich auch. Ich würde den Nachfolger eigentlich direkt im Anschluss spielen, weil das einfach nur Sinn macht. Wenn ja, wenn euch das hier gefällt, würde ich mich auch herzlich über einen Like und über einen positiven Kommentar freuen. An der Stelle vielen Dank an Sevenake, der mich auf die Idee gebracht hat. Unter diesem letzten Part werde ich ihn auf jeden Fall markieren. Ja, für alle, die jetzt sonst noch mal Videos sehen wollen, euch sollte ja aufgefallen sein, in der Videobeschreibung des vorherigen Partes ist immer auch der Link zum nächsten Part. Da schaut auf jeden Fall sonst mal rein, schaut uns bei Eternium rein, da wird es noch ein bisschen länger dauern, bis ich da mal vielleicht fertig bin. Und ja, vielen Dank an die meine Zuschauer, vielen Dank an alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Bis dahin, bleibt gesund und passt auf euch auf. Macht's gut und tschüss.